Ich bin jetzt verbunden mit Frank Edelkraut. Frank Edelkraut ist der Geschäftsführer der Mentus GmbH. Und er kommt auch zum Corporate Learning Camp, dem CLC 20, am 19. und 20. März in Hamburg. Und dort haben wir ja so dieses Oberthema, was übrigens auch unser Jahresthema ist, Lernräume gestalten. Und Frank, ihr seid mit euren Kunden viel so im agilen Umfeld unterwegs, so mit digitaler Transformation. Und ist denn nicht agiles Arbeiten, hat es nicht ganz viel mit Lernen zu tun? Auf jeden Fall. Agil an sich ist ein Lernprozess. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass agil dort eingesetzt wird, wo komplexe Themenstellungen bearbeitet werden. Komplex bedeutet immer, wir wissen gar nicht so genau, wie Ursachen und Wirkungen sind. Das heißt, die Arbeitsweise ist Probe, Sense, Respond, also ausprobieren, analysieren, welche Effekte sich einstellen und dann darauf zu reagieren. Probe und Sense ausprobieren und analysieren ist ein Lernprozess per Definition. Und deswegen sind auch in den Frameworks, in den Methoden immer auch Lernschritte mit drin, Reviews nach jedem Sprint in Scrum oder Retrospektiven, die immer dazu gehören. Also Lernen ist ein wesentlicher Bestandteil von Agil, weil es eben da zum Tragen kommt, wo Lernen eine besonders große Rolle spielt. Kannst du uns so ein Beispiel mal nennen, wie so ein agiles Projekt so aussehen kann, dass man sich ein bisschen vorstellen kann, wie lernt man da agil? Also, wie lernt man agil und wie lernt man agil? Manchmal ist die Sprache gar nicht in der Lage zu unterscheiden zwischen den wesentlichen Punkten. Ja, nehmen wir ein Beispiel. Also, ein Kunden, ein Klienten, mit dem wir gerade arbeiten, hat für sich entschieden, dass im Bereich der Anwendungsentwicklung agil gearbeitet werden soll. Im Sinne von, wir probieren aus, ob es uns weiterhilft. Und wir sind da klassisch vorgegangen. Das heißt, erstmal einen Piloten aufgesetzt, um mit einem Kunden gemeinsam an einem konkreten Beispiel die Mitarbeiter an das Thema heranzuführen und vor allen Dingen auch zu lernen, was bedeutet in dieser spezifischen Organisation eigentlich agil zu arbeiten. Denn es ist ja kein Standard, den man implementiert und dann abarbeitet, sondern das muss jede Organisation für sich selber definieren, wie es funktioniert. Also wieder ein Lernprozess. Und von vornherein war klar, aufgrund der Erwartungen, dass wir in den nächsten Schritten dann die agile Transformation durchführen, das heißt eine Skalierung auf größere Teile der Organisation. Deswegen haben wir uns entschieden, neben dem Lernen in dem agilen Arbeiten auch direkt den agilen Lernprozess der Organisation mit zu implementieren, was uns fast schon zum Thema Lernräume führt. Ja, das wäre auch so meine nächste Frage. Was können wir denn eigentlich tun, damit Lernräume dafür entstehen, um dieses viele Lernen dahin zu kriegen? Also zunächst einmal bin ich ja jemand, wir kennen uns ja, du weißt, ich definiere immer gerne erstmal die Begriffe, damit man sich über dasselbe streitet. Also fangen wir mal mit den Lernräumen an. Der Lernraum hat vier wesentliche Aspekte in unserer Wahrnehmung. Der erste kann ein physischer Aspekt sein, wirklich ein Raum im Sinne von Zimmer 104. Es ist immer auch ein Methodenthema. Welche Formate setzen wir ein? Das Barcamp, das uns ja schon seit vielen Jahren verbindet und CLC ist auch ein Lernraum. Es kann aber auch ein digitaler Lernraum sein. Es ist immer ein soziales Thema, Lernen, Menschen lernen miteinander. Und vor allen Dingen im Agilen ist das Kollaborative in der Arbeitsform auch besonders wichtig. Und es ist natürlich ein individuelles Thema. Wie gestalte ich eigentlich meinen Lernraum für meine persönliche Weiterentwicklung? Die vier müssen wir mit berücksichtigen. So, jetzt die Frage zu, was haben wir in diesem konkreten Projekt beziehungsweise bei anderen, was muss man da machen? Also die erste Empfehlung, die wichtigste, dringendste ist, vom ersten Moment ein das Lernen als individuelles Lernen, als Organisationslernen mit in das Konzept reinnehmen, nicht nachziehen. Das war hier ganz konkret der Fall, dass wir von vornherein gesagt haben, okay, wenn wir wissen, dass wir skalieren, lasst uns bitte den physischen Raum, in dem das Team arbeitet, wichtiges Element der agilen Teams, dass sie immer gemeinsam in einem Raum arbeiten sollten, wenn das irgendwie realisierbar ist, auch als Lernraum gestalten und zwar auch schon für die Skalierung. Das heißt, zwei Dinge, wer immer mit diesem agilen Team zu tun hat, geht bitte zum Team.
auch der Vorstand, an den zu berichten ist, wie das Ganze sich entwickelt. Der holt jetzt nicht das Team zu sich ins Büro und sagt, erzählt mir mal, liefert mal einen Bericht. Nein, die Vorstände gehen in diesen Raum, in dem das Team arbeitet und lassen sich an Bord direkt den Bericht geben. Hat eine ganz interessante Wirkung auf die Zusammenarbeit. Und die Skalierung vom ersten Piloten zu zwei weiteren Projekten, die jetzt auch dort in diesem Raum stattfinden, parallel laufen, sind weiterhin zwei, weil das erste ist fertig. Neue Kollegen, die dazukommen, die werden von vornherein mit da reingeholt. Und wir haben den Lernprozess auch dort verankert. Zum Beispiel ein Backlog. Was wollen wir als Team eigentlich lernen? Das hängt für alle sichtbar da. Und alle Lernveranstaltungen, wie zum Beispiel Kurzworkshops oder Ähnliches, finden alle in diesem Raum statt. Also wir haben den physischen Raum, den sozialen Aspekt des Lernens, den methodischen Aspekt über die Formate, die wir eingebracht haben, plus das individuelle Lernen miteinander verbunden. Und das erscheint mir ein wichtiger Punkt, der das Ganze nach vorne bringt und vor allen Dingen diese Skalierung auch deutlich beschleunigt. Das heißt, am physischen Raum hängt aus deiner Sicht doch noch ganz viel. Er macht das Leben leichter. Ich denke, man muss nicht unbedingt diesen physischen Raum haben, aber für Menschen ist es einfach gut, einen echten mentalen Anker zu haben. Und ein Raum, von dem jeder weiß, dass dort alles stattfindet, ist ein guter mentaler Anker, weil er einfach leicht verständlich ist. Das ist zum Beispiel in dem digitalen Lernraum, der theoretisch genauso gut funktionieren sollte, in meiner Wahrnehmung und der Erfahrung etwas schwieriger. Geht auch. Setzt aber voraus, dass alle, die dort unterwegs sind, auch gerne in digitalen Räumen unterwegs sind. Das erleben wir in den wenigsten Unternehmen. Und man sollte schon allen einen Ansatzpunkt bieten. Übrigens, den digitalen Lernraum haben wir natürlich auch. Aber der ist quasi der Wintergarten, kurz bevor wir dann raus auf die Terrasse treten. Nun hängt es natürlich auch immer von den örtlichen Bedingungen ab. Wenn die da zusammenarbeiten sollen, nicht an einem Ort sitzen, dann wird es ja schwierig mit dem physischen Raum. Dann ist der digitale Raum sicherlich die erste Wahl. Ne? Mit Sicherheit. Ja. Also gerade bei verteilten Teams, an verteilten Standorten. Dann auf jeden Fall würde ich den digitalen nach vorne stellen. Ansonsten erleben wir sehr häufig, dass es hieß, ja, wir haben zu wenig Räume. Aber das ist so wie zu wenig Zeit. Das ist eine Prioritätensetzung in der Entscheidung. Und es ist immer ein guter Raum da. Ja, okay. Ja, du hattest vorhin so eingeführt, dass ihr das von vornherein schon immer mitplant. Gibt es von dir so einen Tipp, wie man im Grunde genommen dafür sorgt, dass dieses Thema Lernen und Lernräume gleich in Projekten von vornherein mit geplant wird? Ich habe das bisher in Projekten nicht so erlebt. Wir auch nicht so oft, muss ich ganz ehrlich gestehen. Es ist klassischerweise ein Element, das erst sehr spät einbezogen wird im Sinne von, oh, wir müssen ja da auch noch dran denken. Wir bringen es immer mit ein. Deswegen in den Projekten, in denen wir tätig sind, wird das von vornherein mit reingeplant und rein konzipiert vor allen Dingen. Es ist ja keine Planung, sondern wir sind ja auch im Lernen agil. Das heißt zum Beispiel, die Teams selber definieren ihren Lernbacklog. Was wollen wir eigentlich wann lernen? Also bei uns gibt es selten Curricula oder Ähnliches. Man muss es machen. Das ist eine ganz simple Frage des Machens. Okay, Frank, schönen Dank. Ich bin ganz gespannt auf deine Session. Ich glaube, du willst das Thema auch nochmal als Session beim Corporate Learning Camp in Hamburg darstellen. Schönen Dank für dieses Interview. Sehr gerne. Es hat mich gefreut. Tschüss.